Hi, ich bin Janis und du bist sozusagen Markus, ein Wesen, das gechannelt wird. Ich würde einfach fragen, was ist sozusagen dein Zweck, dieses Medium zu benutzen und was ist der Zweck von dieser Spezies oder Rasse, zu der du gehörst? Sehr kurz, gefasst, knackig und prägnant. Euch helfen, euch zu erinnern, zu unterstützen. Dies ist meine Intention. Eine weitere wäre, Spaß zu haben. Es macht mir Spaß, durch diesen Körper zu sprechen. Es macht mir Spaß, so mit euch Kontakt aufzunehmen, da wenn es physisch von Haut zu Haut, von Auge zu Auge bereits jetzt zu Kontakt kommen würde, dies zu intensiv wäre für viele Erdenmenschen. So ist dies sozusagen als Intention ein leichtes Herantasten an euch, zu sehen, wie reagiert ihr darauf, was spürt ihr dabei, mögt ihr diese Art der Kommunikation oder zieht ihr eine andere Art der Kommunikation vielleicht vor. Würdest du gerne noch etwas gezielter darauf eingehen? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel wäre meine Frage auch, wo seid ihr im Universum oder seid ihr in diesem Universum, im Paralleluniversum? Was machen die Yael die meiste Zeit und wie sind sie entstanden? Ich habe gehört, ihr seid Hybrid-Spezies oder sowas, in dem Sinne, dass ihr Menschen in der Zukunft seid, gemischt mit irgendwas. Gemischt mit was seid ihr? Wie denkt ihr? Wie existiert ihr? Fragen definitiv, falls man die Fragen stellen kann. Sehr gerne, sehr tolle Fragen, sehr spannende Fragen. Die meisten dieser Fragen wurden auf eurem Planeten schon beantwortet. Es gibt mehrere Kanäle auf diesem Planeten, die wir benutzen, um mit euch zu kommunizieren. Wir haben noch einen sozusagen kleinen Überrest an Realität, wie ihr sie heute bei euch vorfindet. Wir bewohnen noch einen physischen Planeten. Allerdings sind wir in den feinstofflicheren Bereichen dieses Lebewesens aktiv. Wir gehen sozusagen hinein und hinaus in dieses Lebewesen. Es ist kein physischer, materieller Ball für uns. Allerdings können wir immer noch auf diesem Ball herumlaufen, wie ihr es tut. Wir werden mehr und mehr in diesem Sinne quasi physisch. Und dies ist unser mehr natürlicherer Zustand. Und wenn wir sozusagen uns bei euch materialisieren, dann ist dies nicht unser natürlicher Zustand. So könnten wir eine Übersetzung anbieten. Wir sind zwischen 4,3 Lichtjahre bis 4,7 entfernt von hier, je nachdem, mit welcher Route sozusagen wir uns dorthin begeben. Allerdings benutzen wir nicht mehr diese Art von Fortbewegung und für uns passiert dies in einem Augenblick. Allerdings würdet ihr dort sozusagen den physischen Körper entdecken, auf dem wir sozusagen wohnen, in dem wir wohnen, mit dem wir wohnen. Wir verstehen, dass jeder Planet ein Lebewesen an sich ist, jeder Stern, jede Sonne. Ein weiteres völlig bewusstes Lebewesen. Kein Stein, der irgendwo im Weltall rumfliegt. Sehr intelligente Lebewesen, Planeten, sehr spannend, sehr aufregend, mit ihren eigenen Geschichten. So ist zum Beispiel auch die Erde hierher gekommen, durch eine bewusste Entscheidung.
und ist nicht in dem Sinne aus eurem Sonnensystem. Wir sind eine hybride Spezies. Starke Einflussnahme an unserer Kreation, unsere Körper sozusagen, die wir bewohnen, kommen von den Zeta Reticuli. Nicht nur diese Wesen, auch andere. Es gibt sehr viele Wesen in diesem Bereich. Allerdings, ja, die kleinen Grauen, wenn ihr so wollt, sind auch Teil unserer Bausteine. Wenn ihr unsere und eure Bausteine auseinandernehmt, würdet ihr diese auch in den kleinen Grauen finden. Wir sind verwandt in diesem Sinne, wie schon erwähnt. Und aus eurer Perspektive sind wir in der Zukunft. Allerdings sprechen wir gerade mit euch. Deshalb macht dies immer weniger Sinn, so zu formulieren. Habe ich eine Frage noch offen gelassen? Also vielen Dank erstmal für diese Antworten. Bitte schön. Viele andere Fragen, also zum Beispiel, wie ernährt ihr euch auf eurem Planeten? Oder baut ihr Häuser oder habt ihr Landwirtschaft? Alles harmonisiert miteinander. Wir bewohnen in diesem Sinne Häuser, aber wir bewohnen in dem Sinne die Natur. Eine Höhle hier, ein Unterschlupf hier, durch Blättern kreiert. Wir können tatsächlich sozusagen mit Büschen, mit Bäumen kommunizieren und sie passen sich dann schnell an, wie wir sie gerne sozusagen hätten. Wir essen in diesem Sinne nicht mehr wie ihr. Wir können noch Dinge verspeisen. Allerdings können wir diese Dinge nicht wie ihr ausscheiden. Nur sozusagen durch die Haut. Dies macht es unmöglich für uns, größere Mengen an Essen zu uns zu nehmen. Unsere Energiequelle ist ausschließlich feinstofflich, meistens über das Licht, über unsere Sonne. Wir haben eine weitere Sonne in unserem System und kein Jael in diesem Sinne muss essen, um zu überleben. Ab und zu kosten wir noch hier und dort eine Frucht, wie ihr sagen würdet. Und so nutzen wir noch unsere Geschmacksnerven in diesem Sinne für Essen, um eine Erfahrung zu machen, die sehr aufregend und spannend sein kann bezüglich Essen. Viele dieser Fragen wurden bereits beantwortet, da sich dieser Erdenmensch Hari bereit erklärt hat, mit uns sozusagen zusammenzuarbeiten und genau auf diese Fragen abzielt. Und so würden wir empfehlen, auch hier und jetzt nochmal, wenn ihr wollt, könnt ihr auf eurer Plattform, die ihr YouTube genannt habt, weitere Entdeckungen machen und Antworten zu genau diesen Informationen finden. Vielen Dank für diese Frage. Es kommt auch immer mal wieder ein kleines Detail dazu. Je öfter ihr fragt in diesem Sinne, desto mehr kann und wird von uns freigegeben durch diesen Kanal. Deshalb auch danke für diese Frage. Janis. Oh ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Kommunikation. Bitte schön.
Ja, hallo Markus, hier ist hier wieder Harry. Wenn keiner Fragen stellen möchte, dann mache ich das. und zwar weißt du ja schon, ich habe ein paar Connections, aber manchmal hakt es hier und da ein bisschen mit meiner Telepathie. Und ich möchte dir was erzählen und habe dazu eine Frage und ich glaube, ihr könnt mir helfen. Und zwar Anfang Juni, als ich noch mit meinem schwierigen Job zu tun hatte, hatte ich sowas wie ein halb Traum, halb Aufwachen, aber das war noch eher noch so ein Traum. Und ich habe geträumt, wie ich auf einem Boot mich befinde und auf diesem Boot schaukle. Und aufgrund des Schaukelns bin ich ins Wasser gefallen und habe auch gemerkt, dass in diesem Wasser ganz viele andere Wesen gab, also auch Wale, Delfine etc. Und dann bin ich auch abgetaucht, aber dann kam ein Wesen dazu, was sich grundsätzlich von den anderen Wesen unterschied. Und dieses andere Wesen, das hatte eine ganz, ganz intensive, das löste ein ganz intensives Gefühl aus, sehr liebevoll und sehr, sehr stark. Und dieses Wesen hat mich am Bein gezogen, unter Wasser weiter, und hat Folgendes gesagt, oder mir überbracht. Und zwar, in letzter Zeit hat sich die Beziehung zwischen uns verändert. Das Wesen hat mich dann mitgenommen zu einer anderen Welt. Diese andere Welt bestand aus einer Art Wohnort, technologisch sehr, sehr weit voraus. Und zwar wie so eine Art Palast, der in den Fels gehauen wurde. Auch mit einigen Toren, modernen Toren, aber sehr viel Natur drumherum. Und das hat so ein Gefühl ausgelöst in mir, dass ich einfach nur sagen konnte, wundervoll. Also das war ein extrem positives Gefühl. Und als ich dann wach war, da war das Gefühl immer noch ganz deutlich da und ich wusste, dass das eine Astralreise war und wollte wissen, wer dieses Wesen war und wo es mich hingebracht hat. Aber ich konnte das nur teilweise herausfinden. Und zwar, das war mir irgendwie ein bisschen zu schwammig. Es war ein separates Wesen und gleichzeitig war das noch ein Aspekt von mir. Aber damit konnte ich nicht so richtig etwas anfangen. Und daher frage ich euch, könnt ihr mir sagen, was das Wesen war aus meiner Perspektive? Ja, und wo es mich hingebracht hat? Sehr viele Eindrücke. Sehr schöne Reise in eine Welt, die dir sehr bekannt ist. Ja. Eine Erinnerung an eine Parallelinkarnation. Das Unterwasserziehen in diesem Sinne war der Übergang in diese Parallelwelt. Für dich in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung, war dies sozusagen ein Wesen, was dich am Fuß gepackt hat, mitgenommen hat. Allerdings ist dies lediglich immer noch eine Übersetzung von dem, was tatsächlich passiert ist. Dieses Wesen ist ein alter Freund von dir, ohne jetzt sagen zu wollen, ob es eine Freundin war oder ein Freund, ein sehr vertrautes Wesen, mit dem du sehr viele Ausflüge machst und auch in Zukunft noch machen wirst. Kannst du noch kurz erwähnen, aus welcher Dichte, in welcher Dichte dieses Wesen wohnt? Dieses Wesen zählt keine Dichten
in sich selbst, allerdings aus eurer Perspektive über der sechsten Dichte. So hat dieses Wesen, wie du vielleicht nun auch schon weißt, keine physische Form mehr, die dich an einem Fuß packen könnte. Allerdings ist es kein Problem für dieses Wesen, sich so zu verhalten, dass es sich für dich genau so anfühlt und auch so übersetzt wird und du somit auf eine sehr tolle Reise aus deiner Perspektive gehst, die für das Wesen allerdings ganz anders erfahrbar ist und erfahren wird. So ist dies alles orchestriert, wenn ihr so wollt, von deinem höheren Ich. Und diese Reise war eine Reise in dein multidimensionales Selbst. Und so konntest du mal wieder eine dir sehr vertraute Welt besuchen, die voller Wasser ist und in der es auch Städte und, wie du es beschrieben hast, Wohnorte gibt, die sehr schön gestaltet sind und über tausende von Jahren schon so existieren. Und wir, DIL, können diese Orte, so wie wir nun sind, auch nicht besuchen. Von daher, Harry, wird dir wohl selbst sozusagen durch dein höheres Ich weiter bewusst gemacht, was genau es damit auf sich hat. Sehr schön auch für uns in diesem Moment dorthin zu reisen und vertraut zu werden mit dieser Energie, wie du sie beschreibst. Vielen Dank dafür, Harry. Danke auch, lieber Markus. Ich hätte noch eine letzte Frage zu dem. Sehr gerne. Und zwar wäre ich sehr, 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 sehr dankbar, wenn mir dieses Wesen sagen könnte, wie ich es nennen darf. Ich weiß ja, es hat keinen Namen. Oder sie, wahrscheinlich ist es eher, ist es ein bisschen mehr zu einer sie über. Und wenn sie mir was, oder wenn es sie mir sagen könnte, wie ich sie nennen darf, dann könnte ich sie öfters mal anrufen. Wir empfangen, und ich betone bewusst, wir empfangen und aus unserer Perspektive würden wir die Worte ja sagen und sie etwas feiner definieren als Sira. Ja. Ja. Noch eine letzte Feststellung. Dieses Wesen kommuniziert gerne singend. Was für ein Zufall. Mal wieder. Dann wird mir ein bisschen was klar. Okay, danke schön. Lieber Gael, lieber Markus. Bitte schön, sehr viele Wesen, auch die, die heute hier anwesend sind und euch unterstützen, operieren sehr gut, sehr gerne, harmonisch, durch Musik. Deshalb auch am Anfang zu der Übertragung, die Laute sozusagen, die durch diesen Kanal kommen. Ein buntes Mischmasch sozusagen. Noch mit uns, den Yael, verbunden. Aber auch eine Verbindung mit dem höheren Selbst des Kanals und von mir, Markus Samu LLI. Samu LLI. So.
So werdet ihr auch feststellen, sobald ihr anfangt, etwas zu singen, etwas harmonisch zu werden, wie sich das sofort umschlagen wird in euer Wohlbefinden, in euren Körper. Es ist sehr schwierig, Töne aus sich zu bringen und sich dabei sozusagen schlecht zu fühlen. So ist Musik ein unglaublich kraftvolles Medium in diesem Sinne. Natürlich habt ihr es geschafft, auch die Musik negativ zu machen. Allerdings in den meisten Fällen tatsächlich hilfreich, die Musik Blockaden zu lösen und gerade das Tönen und das Summen von Wortlauten kann sehr befreiend sein für euch. Ja, lieber Markus, hier ist nochmal der Alex. Hallo, lieber Alex. Ich habe vielleicht noch etwas private Frage, aber sie soll auf jeden Fall einen schönen Gruß von der Marie ausrichten. Sie ist die Freundin eines meiner besten Freunde und sie sind jetzt schon 10 Jahre zusammen und haben sich jetzt vor einer Woche ungefähr das erste Mal überhaupt so getrennt. Und sie hat jetzt schon durch einen absoluten Zufall einen neuen Mann, sage ich jetzt mal, kennengelernt und sie sagt, er vereint sowohl ihre positiven Aspekte als auch die positiven Aspekte von ihrem, sage ich jetzt mal, Ex-Freund. Und sie ist auch sehr super spirituell und sie überlegt jetzt, ob sie ihren Job, ihren Beruf, was wir berufen, denn aufgibt, und um Heilerin zu werden und da voll reinzugehen, egal was ihr Umfeld sagt, egal was ihre Familie und etc. sagen. Seht ihr irgendwas bei Marie und Martin und Ricardo, auch wie die seelisch zusammenhängen? Das soll ich fragen für die Marie. Marie oder Maria? Marie. Marie. Das ist eine andere Form für Maria. Wir würden an dieser Stelle nur gern generell sagen, dass auch eure sozusagen Beziehungsmuster gerade zwischen Mann und Frau sehr limitierend sind. Und so kann es immer schwerer in dem Sinne werden, für euch in dieser Zeit diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Ja. So kann es nun sehr abrupt in diesem Sinne zu Trennungen kommen, da sehr viel eurer, wie ihr sie nennt, Liebe auf Bedingungen beruht. Und die neuen Energien lassen es nicht zu, in diesem Sinne, sich so zu densifizieren, sich so einschränken zu lassen. Sehr viele Regeln, die vorherrschen können in euren Beziehungsmustern. Und ihr seid von Natur aus sehr freie Wesen, sehr neugierige Wesen. Und so kann auch eine Beziehung, die 10 Jahre angehalten hat, schnell zu Ende gehen und eine sehr schnelle Neuorientierung erfolgen. Die Verstrickung der genannten Wesen zu diesem Augenblick ist uns nicht sehr einsichtig. Darf ich fragen, warum es nicht einsichtig ist? Ganz freundlich gefragt. Wie ihr auch zu jedem Augenblick entscheiden könnt, lasst mich ein bisschen in Ruhe, ihr spirituellen Wesen. Oder zu euren Helfern, wie es sagt. So ziehen wir uns sofort zurück. Und wir haben von den genannten Wesen
keine sozusagen direkte Einladung, uns näher mit ihnen zu beschäftigen. Okay. Und so würden wir uns hier an dieser Stelle auch vor den anderen Personen gerne aus den Details raushalten. Sehr wohl. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo Markus. Hallo, ich grüße dich. Gießmann. Genau. Du meinst ja, dass immer mehr Wellen kommen, sage ich mal, und wir auf dieser Welle reiten können, auf der Energiewelle. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, wie man sensitiver dafür wird und mehr diese Sachen spüren kann? Denn ich selber spüre von all dem eigentlich kaum was, zumindest nicht bewusst. Vielleicht hast du einen optimalen Ort gefunden zwischen den Wellen und wartest auf die größte Welle, um sie dann mit einem Schwung zu nehmen. Vielleicht ist dir auch schon vieles von diesen Übergängen bekannt als Wesen und du hast sehr direkten Zugriff darauf. Es gibt Wesen, die hier sind zu diesem Zeitpunkt, die diese Übergänge schon sehr oft mitgemacht haben in diesem Sinne. Und so könnte es auch für dich in diesem Sinne ein Kinderspiel werden, diese Wellen zu reiten. Und wartest noch auf die etwas höheren Wellen, bis sie sich dann wirklich bei dir auch bemerkbar machen. Lass mich raten, ohne aktiv werden zu müssen, bewusst, in meinem Wachbewusstsein. Wenn die Welle dich mitnimmt, wirst du es definitiv merken. Okay. Dazu noch eine andere Frage. Das hieß ja irgendwie 2012, dass dann die dicke Welle kommt und dass viele aktiviert werden sozusagen. Und ich wollte eigentlich nur nochmal so für mich wissen, bei mir gab es halt so einen Zeitpunkt, wo mir sozusagen, wie soll ich sagen, wo ich so angeschubst wurde in eine Richtung, die ich mal so gucken soll. Also ich war vorher sehr rational und sehr wissenschaftlich orientiert, ich würde sagen sehr unbewusst eigentlich. Und es gab tatsächlich einen Punkt oder einen Tag, auf den ich beschränken kann, wo irgendwie ich irgendwo hingeschubst wurde, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen soll. Und seitdem das quasi, ja, seitdem fühle ich mich halt auch aktiviert, sage ich mal. Und gibt es da irgendwelche Hintergrundinfos, so? Was war der Grund oder wer hat das aktiviert oder gab es irgendwie Einflüsse von außen? Dein höheres Ich ist der Grund für deine Aktivierung, auch bei allen anderen Erdenmenschen. Ihr könnt verstehen, dass ihr vor dieser Inkarnation oder eventuell auch noch vor anderen Inkarnationen bewusst einen Wecker gestellt habt, individuell und als Kollektiv. So klingeln nicht nur eure individuellen Wecker gerade, sondern auch der Kollektivwecker. Ein paar drücken ab und zu noch auf den Snooze-Button, sozusagen. Und wie schon erwähnt, als Kollektiv wird es immer schwieriger, diesen Button zu finden und zu drücken. So habt ihr ganz bewusst euren Wecker gestellt und den Zeitpunkt festgelegt, wie du es vielleicht auch nennen würdest, für euer Erwachen. Natürlich sind dann beim Prozess des Erwachens selbst sehr viele eurer Helfer da, Freunde, die ihr kennt aus Astralwelten oder anderen Welten, Freunde wie wir, Familienmitglieder, die aber schon tagtäglich seit eurer Geburt an eurer Seite sind und euch auch bewusst sozusagen die dunkle menschliche Erfahrung gelebt haben lassen.
Und so habt ihr, wie auch schon erwähnt, Unterstützung nun beim Aufwachen. Da natürlich es auch ein schöner Traum war, den ihr hier so gelebt habt, ganz alleine. Allerdings, in diesem Sinne, gibt es kein Wesen, das euch sozusagen aus diesem Traum aufwachen würde und dies mit einem Schütteln tun würde, einem Rütteln und mit ein paar Ohrfeigen oder einem Eimer kaltem Wasser. Nur in den seltensten Fällen ist dies möglich. Antworte dies ausreichend deine Frage, Manu. Ja, ich würde sagen ja, danke schön. Bitte schön. Wir würden nun die Energie noch halten für eine, maximal zwei weitere Fragen und die Personen bevorzugen in diesem Sinne, die eventuell noch nichts gefragt haben, wenn sie dies wünschen. Ansonsten kann jeder sozusagen einfach die Initiative ergreifen und danach würden wir gerne die Sitzung beenden. Also ich bin jetzt zum ersten Mal hier, ich würde deshalb nur so fragen, wie ist es eigentlich, wie alt bist du so als Wesen und hast du Zugriff auf die Akasha-Chronik oder die Menschheitsgeschichte? Was hältst du so von aktuellen politischen Ereignissen oder Atlantis und Lemuria oder Mu? Also ich habe sehr viel Interesse an der Menschheitsgeschichte und was für Einblicke hättest du zum Beispiel darauf zu den Nazis, zu UFOs, was sind diese UFOs, wer hat zum Beispiel die Nazis geschaffen oder dergleichen, wie ist das globale politische Establishment, diese Religionen, sind sie instrumentalisiert von irgendwelchen Hintergrund-Freimaurer-Satanistenkräften oder wie sie autark entstanden. Ja, solche Fragen, wer hat die Pyramiden gebaut oder so. Was hast du so für Hintergrundwissen? Oder alles als Hintergrundwissen, wenn du Zugriff zur Akasha-Chronik hast, dass einige Leute wie Casey oder Stan hatten, angeblich. Wenn wir, CIA, aus unserem Herz interessiert sind, zum Beispiel an wer hat die Pyramiden gebaut, wie sind sie entstanden, dann gehen wir sozusagen als Kollektiv in eine Bewusstseinsblase, in ein Feld und erhalten somit Zugriff auf die Akashic Records und können dort Informationen für uns einholen. Wir können sehr viel dieser Fragen beantworten, gerade um euch Menschen zu helfen. Allerdings in diesem Rahmen hier ist dies zurzeit nicht möglich. Einige dieser Fragen, wie erwähnt, wurden bereits von Harry gefragt und beantwortet. Ich persönlich in diesem Sinne, Markus Samu LLI, habe nur beschränkt Zugriff und generell ist es schwierig als Individuum sozusagen die Art von Information zu gewinnen, die ein Kollektiv gewinnen kann. Zu deinen vereinzelten Fragen würden wir dir gerne sagen, dass es alles eine Frage der Perspektive ist, der Brille, die du benutzen willst. Und wir betonen sehr gerne immer wieder und geben euch sehr gerne immer wieder mit, dass ihr dies alles geschafft habt und dass ihr dem ganzen Spiel sozusagen Labels gebt und Definitionen, wie zum Beispiel die Nazis, die UFOs, diese Gebäude. Allerdings ist dies alles eine Kreation der Schöpfung und diese ist von nichts getrennt. Natürlich könnt ihr jetzt sozusagen das ganze Werk runterbrechen auf verschiedene Ebenen und könnt es analysieren und könnt dort mehr Informationen gewinnen. Immer mehr Informationen, mehr Informationen, mehr Geschichten, mehr Realitäten, mehr Wahrheiten in diesem Sinne. Es gibt keine Begrenzung. Es gibt kein Ende sozusagen. Und wir empfehlen daher immer wieder, fokussiert euch
auf das, was euch Spaß macht. Eure Lebzeit hier ist sehr begrenzt. Und es gibt genug Wesen, denen genau dies Spaß macht, Informationen zu kreieren, zu sammeln. Und alles detailliert betrachten zu wollen. Zu beschreiben, Worte zu finden. Alternative Geschichten zu finden, über zum Beispiel die Nazis. Nochmal tiefer reingraben, die Geschichte aus einer anderen Perspektive beleuchten. Und natürlich werdet ihr fündig werden. Die Frage ist nur für uns immer wieder an euch, was bringt euch dies im Hier und Jetzt? Wollt ihr dies tatsächlich mit eurem Herz wissen, was mit den Nazis genau passiert ist, ob die schon mal auf dem Mond waren, ob sie UFOs besaßen? Lässt euch das tatsächlich aus dem Herzen besser fühlen? Oder ist dies eher ein Wissensdurst, der aus einem anderen Grund gestillt werden will? Wir Diayel sind eine eher spaßigere Rasse, eine etwas verspieltere, kindlichere Rasse. Und für uns ist es sehr schwierig, mit unserer Energie so tief ins Detail zu gehen. Es gibt die Spezie der Sasani zum Beispiel, die sehr bekannt schon ist, die da weitaus detaillierter in die Tiefe gehen kann und noch eine klarere Verbindung sozusagen hat zu diesen Grauen, zu diesen Zeiten. Und somit halten wir ganz bewusst unsere Schwingung eher in dem Spielen, in den Tönen, wie eben schon ein bisschen praktiziert. Und ich, Markus Samu, LLI, bin mittlerweile zwischen 24 und 28 Jahren in meiner Grundschwingung, übersetzt in eure Jahre, wir zählen unsere Jahre etwas anders. Normal ist es für uns, an die 300 Jahre alt zu werden, allerdings von dem Eindruck der Zeit ist es sehr ähnlich wie bei euch. Wie auch schon mal erwähnt, ist es für uns möglich, ein wenig in der Zeit zu springen. Und so können wir Tage verbringen wie ein Kleinkind, obwohl wir schon in dem Sinne 25, 26 sind, oder auch Tage verbringen wie ein 60-Jähriger. Alles ist etwas mehr flexibel in unserer Realität. Und auch für euch, nun ist es sozusagen an der Zeit, wieder damit zu spielen. Und sehr viel wird möglich für euch in die kommenden Jahre, Jahrzehnte. Und wenn ihr zu diesem Zeitpunkt zurückblickt in das Hier und Jetzt, dann werdet ihr viel mehr verstehen von dem, wie das Ganze hier zusammenkommt und entsteht und funktioniert. Ganz von alleine, ohne dies sozusagen mit Zwang zu tun. Wir würden all diese Fragen nun als Ende betrachten, es sei denn, es gibt noch eine Frage von einer Person, die noch nichts gefragt hat. Und würden uns somit bedanken bei euch Erdenmenschen für euer Zusammenkommen, für eure Ohren, für das Aufnehmen, was hier besprochen wurde heute im Hier und Jetzt. Danke, Markus. Bitte schön. Sehr schön. Wenn ihr etwas Begeisterung empfinden könnt. Und genau dies ist auch nochmal, wie erwähnt, unsere Intention tatsächlich, euch Begeisterung zu geben,
mehr als Wissen in diesem Sinne, Ruhe zu geben, Vertrauen zu geben, Liebe zu geben, Sicherheit vielleicht, wenn ihr wollt, zu geben, obwohl ihr diese nicht benötigt. Ihr seid unzerstörbare Wesen in eurem Kern tatsächlich. Und somit würden wir nun diesen Kanal wieder freigeben und uns verabschieden mit einem Auf Wiedersehen! Tschüss! Tschüss. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis bald! Dankeschön!